So, guten Morgen allerseits. Heute ist der 21. Dezember 2016. Offizielle Wintersonnenwende. Und Überraschung für mich war gerade eben zu sehen, dass wir erneut Industrienebel oder Industrieschnee haben. Wo wir die gleiche Kristallisationsstruktur haben wie zum 6. Dezember, sprich Nikolaustag, wo offiziell was von Industrieschnee überall verbreitet wurde. Auch interessant war, als wir über Industrie-Schnee-Nebelberichte teilen wollten, wurden viele der Berichte von Wetterseiten bei Google Plus zum Beispiel gesperrt. Irgendwelche Verstöße gegen Richtlinien im Bundesbus 1:1 geteilt haben, wurden komplett rigoros gesperrt. Nur für den jeweiligen Einsteller sichtbar. Heute in Nachrichten wurde kein Wort davon erwähnt, dass wir Industrieschnee oder Industrienebel haben. Obwohl Industrienebel gar nicht mal erwähnt worden ist, das sage ich. Aufgrund der Reifbildung. Ja. Ich habe gerade die Fotos gemacht, die habt ihr ja gesehen. Das ist das gleiche Spiel wie am 6. Dezember. Hier unten schaut es nicht viel anders aus. Mal gucken, ob ich es rankriege. Das ist immer so eine Sache mit dem Zoomen, mit dem Scharfstellen dann. Was ich auch nachgewiesen hatte. Video zum 6. Dezember. Diese Dornen, die auf den Deckträger nimmt, sieht man jetzt mal wesentlich länger. Dornen, die auf den Deckträger nimmt, auflösen lässt, trocknen lässt, die auskristallisieren, die mit dem Mikroskop anschaut, die intensiv, Pseudomonas, die sprich Bakterien, die die Fähigkeit haben, heiß zu werden. So, immer noch der 21. Dezember 2016, mittlerweile 15:45 Uhr.
Immer noch Wintersonnenwende offiziell heute. So, was wir hier sehen, ist mittlerweile zunehmend das Ergebnis von dem ganzen Tag, von diesem Nebel. Besser gesagt Industrienebel. Das ist kein Raureif, was an den Bäumen hier zu sehen ist, das Weiße, sondern wirklich Eisbildung. Es ist zwar schön anzuschauen, aber es ist alles gestachelt, alles geigelt, wie Dornenbüsche schaut das ganze Zeug aus. Dann kommt der Bus. Ja, ist alles nur industriell erzeugter Nebel. Gucken, was ich hier unten reinkriege. Und ansonsten auch der Blick zum Himmel, der kann schon die ersten Anzeichen bringen.